Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen wieder ATS, American Truck Simulator. Und ich bin da immer noch mit meinen Internationale unterwegs. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Händler. Wir haben diesmal nichts geladen. Wir haben unsere Ladung gelöscht. Abgeladen. Haushaltswaren. Und wollen jetzt uns zum nächsten Händler begeben. Und hoffen, damit es ein Volvo-Händler ist. So. Das ist auf jeden Fall mal richtig falsch hier. Ups. Okay, wenn ich da lang fahre, dann haben wir ein großes Problem. Dann fahre ich nämlich verkehrt rum auf die Autobahn. Okay, vielleicht ist ein, zwei Sachen kaputt gegangen, so wie ich gerade da umgedreht habe. Ich hätte nämlich hier erst abbiegen müssen. Okay, da scheint irgendwo gearbeitet zu werden. Was ist jetzt? Ah, die andere Ampel ist rot gewesen. Jetzt habe ich doch nicht geschaut. Boah. Meine Güte, das läuft ja wieder richtig gut. Ob es auch die Polizei erwischt uns nicht. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall in der richtigen Richtung. Die Anhänger können wir reparieren. Und jetzt wollen wir mal gucken, was das für ein Händler ist, der da in der Nähe ist. 42 Meilen. Ist er weg? Das sollten wir eigentlich schnell mal runterreisen können hier. Und ja, vielleicht gibt es einen neuen LKW. Man weiß es nicht. Geld haben wir ja mittlerweile gar nicht so wenig. Wäre eigentlich wäre wahrscheinlich gar nicht so dumm, wenn wir noch einen LKW dazu kaufen, irgendwo stationieren in unserer Garage, oder quasi wir fahren den neuen und der kommt hier irgendwo anders hin, so besser gesagt. Portland. Ich glaube, Portland ist ja eine Niederlassung von uns. Alles wird gut. Baustoffe? Okay. Er fährt Baustoffe. Boah. Ich zeig mal nochmal. Sowas da. Ah, jetzt sieht man, da war zu schnell. Habe ich. Ungefähr sowas will ich haben. Also ein Volvo-Lastwagen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das. Ob ich hier jetzt den richtigen Händler finde. Wahrscheinlich wieder nicht.
So. Och, drückt mir die Daumen. Ich kann auch nichts sehen. Komm, schalt jetzt um. Nee. Nee. Es ist unglaublich, könnt ihr sehen. Es ist wirklich ein Volvo-Händler. Meine Güte, haben jetzt... Boah. Nix. Boah, gleich eine Niederlassung nebenan. Jetzt wird's interessant hier. Tatsächlich. Es gibt sie doch. Hunderttausend. PS. Okay. Okay. Alles wird gut. Ja, wir möchten das verlassen. So, jetzt sind wir eigentlich... Jetzt machen wir das nämlich ganz anders. Wir kaufen uns nämlich gleich mal... Garagenmanagement da. Sind ja da in Portland, hätten wir da was. Nein, ich muss das anders machen. Ich muss auf die Karte. Wir kaufen uns da gerade die Garage auf der anderen Seite. Wir haben da oben eine, dann hätten wir da noch eine. Ja, ich glaube, das geht schon. Da sollten wir uns bestimmt nicht in die Quere kommen. Ja, steht jetzt eigentlich nicht mehr der Preis da. 180.000. Jawohl. Okay, jetzt haben wir das Ding gleich mal gekauft. Super. Das Geld sind wir schon mal los. Aber keine Angst, jetzt fahren wir eigentlich rüber zum Händler. Oder jetzt können wir ja... machen. Genau, jetzt gehen wir eigentlich zum Händler. LKW-Händler, jawohl. So, okay. Würde ich sagen, wir haben noch 600.000, können uns eigentlich noch ein bisschen was leisten.
Und ich würde gleich mal gucken, das Teil hier, das doch mal, das doch mal ein Volvo, oder? Wie sieht denn der innen drin aus? So, haben wir das Schild schon und dann können wir den ja umbauen bis zum geht nicht mehr, habe ich das Gefühl. Okay. Also was ich auf jeden Fall mal machen würde, ist eigentlich, wie sieht denn das hier aus mit der Farbe? Boah, was gibt's denn da alles für Zeugs? Knight Rider. US Navy Seal. Also Lackierung. Pferde. Wikinger. Das haben wir gehabt. Das sind wahrscheinlich so Speziallackierungen extra. Nee, wenn dann würde ich ja. Sowas könnte mir da schon gefallen. Was kostet das Ding jetzt hier eigentlich? 200.000? So würde ich sagen, schauen wir noch wegen den Rädern. Auch irgendwas Spezielles. Ja, ungefähr sowas, das könnte mir. Jawohl. So, jetzt vorne noch mal.
Jawohl. Ungefähr so. Ich kann gar nicht aufhören. Ja. Boah. Schwarze Spiegel, jawohl. Was haben wir denn da oben noch? Okay, vielleicht brauchen wir das ja mal. Was gibt's da eigentlich alles? Das ist ja Wahnsinn. Okay, ich kaufe jetzt das Ding. Was kostet das? 100, 225.000. Wir haben noch gar nicht geschaut. Motormäßig. Wir haben jetzt eigentlich. Okay, sitzt ein bisschen tiefer. So, motormäßig haben wir da keine Ahnung. Lassen wir so, lassen wir so. Lassen wir auch so. Okay. Den jetzt nicht so da ist kaufen, würde ich gut sagen. Kaufen. Ja, ich will den selbst fahren und zwar will ich den dahin machen. Aha. In Navy SEAL Style? Boah, wenn das mal nicht was ist. Boah. Geile Felgen, geiler Lastwagen. Geile Lackierung.
coole Sache. Boah, meine Güte, ein Reisemobil ist das ja. Das ist ja gigantisch. So, also damit das wirklich nochmal klappt hier mit dem Volvo, hätte ich nicht gedacht, dass ich da irgendwann wirklich mal so ein Teil fahren kann. Also, den haben wir, wir suchen uns einen Auftrag. Ich werde gleich noch hier einen LKW für die Niederlassung kaufen, noch jemand einstellen, damit wir da wieder zu Geld kommen. Und ja, das nächste Mal geht's mit dem Volvo weiter. Ich bedanke mich, macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.